Live. Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0800 220 5050. Domian. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0800 220 5050. Ja, Freunde und Freundinnen, willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Schön, dass ihr da seid. Wir sind auch da zur gewohnten Stunde. Heute wieder mit einer freien Themennacht. Wenn ihr also gerne mit mir sprechen wollt, dann ruft an 0800 220 5050 oder mailt unter domian@wdr.de. Und wir können über alles reden, plaudern, streiten, diskutieren, was auch immer. Der erste Anrufer heute Nacht ist eine Anruferin und die heißt Anja und die Anja ist 23 Jahre alt. Hallo Anja. Ja, hallo Domian. Hallo Anja. Du hast aber eine sehr gute Telefonleitung. Klingt wie nebenan. Ja, ich sehe dich auch ganz klar vor mir. Ja. Erstmal wollte ich was machen. Den Christian grüßen bei dir, der die Anrufe annimmt. Ich habe ein paar Mal angerufen, ich bin aber nicht durchgestellt. Du hast zwei Christian sogar. Ja. Ein bisschen der eine, der ausgeflippt. Der ist super, super nett. Der ist wirklich... Ich will es ausrichten. Oh ja. Dann freut er sich. Mach das, danke. So, Anja. Jetzt zu dir und zum Thema. Ja, das Problem ist, es ist kein Problem. Ich meine, in letzter Zeit war ich öfters so auf einer kostenfreien Flirtline, wo auch ab und zu mal so Telefonsex abläuft. Mhm. Und da wurde mir ab und zu mal so gesagt, von wegen, ich hätte eine erotische Stimme und so weiter. Und da kam dann bei mir, oder jetzt eine schöne Stimme, und da kam bei mir dann die Überlegung von wegen, ja, ich könnte das auch beruflich machen und so. Und letztens habe ich, heute habe ich gelesen in der Zeitschrift oder Zeitung, dass Leute gesucht werden. Ja. Von zu Hause aus. Ja. Und da habe ich dann halt angerufen und da wurde dann halt gesagt, ich könnte... Verdammt nochmal, ich muss zwischendurch mal sagen, die Stimme ist aber wirklich schön. Dankeschön. Ja, wirklich eine sehr gute Stimme. Vielen Dank. Sehr, sehr schön. So, aber jetzt zurück zum Stück. Also du hast heute angerufen bei diesen Sex-Telefon-Veranstaltern, ne? Ja, das ist eine Handynummer, einfach so eine Frau mit einem Dialekt, den ich nicht zuordnen kann, weil ich selber nicht deutsch bin und nicht hier aufgewachsen bin. Du bist nicht deutsch? Nee. Sondern? Na, aus dem arabischen Land. Aus dem arabischen Land? Ja, eine Muslimin bin ich. Eine Muslimin? Eine Jungfrau. Eine Jungfrau? Ja, so genau wollte ich sie nicht wissen. Aber es ist interessant, das ist sehr interessant zu erfahren. Genau. Im Hinblick auf deine eventuelle Tätigkeit. Genau, genau. Deswegen bin ich total gehemmt. Ich weiß es nicht. Also du hast jetzt heute angerufen. Ja. Hast gesagt, ich würde gerne bei Ihnen arbeiten. Genau. Und da hat die gesagt, ja, können Sie machen. Genau. Oder hat die dich irgendwie ein bisschen getestet? Nee, ich habe einfach gesagt, ich würde mich gerne erkundigen, wie das so ist und so, wie das läuft, weil ich will auch, dass es anonym läuft. Und dann meinte sie, dass es einfach von zu Hause aus, da wähle ich so einen Code und da wird dann halt die Anrufe. Genau, so geht das, ja. Genau. Mhm. Und ich habe dann, okay, ich meine, ich habe noch nicht über die Bezahlung gesprochen, weil die Telefonleitung, es war eine Handynummer, es war nicht so richtig, der Empfang war nicht so gut. Und deswegen muss ich auflegen, rufe ich morgen nochmal an und so. Aber ich bin, ihr habt noch nichts vereinbart? Nee, aber ich finde das total reizend, weil ich gehe ja so oft auf diese Flirtline, diese kostenfreie Nummer, wofür ich gar nichts bekomme. Ja. Und ich habe mich ehrlich... Und wenn du auf diese kostenfreie Nummer gehst, dann gibt es da auch hin und wieder Sex? Ja, teils. Den du auch dann mitspielst und mitmachst? Genau. Ja? Genau. Und findest du gut? Ja, da ich dann selber Jungfrau bin, dann will ich auch... Das ist ja skurril. Machst du das im Ernst, also jetzt ganz profan mal gefragt, weil du real nicht willst und nicht darfst, machst du es so auf der Telefonebene? Ich habe ja auch Sex, aber bis zu einer bestimmten Stelle. Da, ich darf nicht vaginal haben. Verstehe. Okay, ich darf gar nichts haben, aber ich mache dann nur bis zu dem Punkt. Mhm, ja. Weil das andere nicht zu überprüfen ist, ob ich das gemacht habe oder nicht. Verstehe. So macht ihr Mädels das, ne? Ihr Muslimin. Ist auch gut so, dass ihr das so macht.
wo man euch da, ist auch gut so, dass ihr das so macht. Ehrlich gesagt, dann ist es dann eigentlich Unsinn. Wir machen das dann nur für die Männer. Hauptsache, wir sollten das eigentlich für Gott machen und nicht für die Männer. Das ist dann halt diese Doppelmoral, die ja, wir haben. Ja, das stimmt. Leider. Das ist in der Tat wahr. Ja. Aber das ist noch eine ganz andere Thematik, ne? Eine ganz große Thematik. Genau. Also du hast jetzt heute angerufen, du könntest das theoretisch machen. Ihr habt noch nicht über die Einzelheiten gesprochen. Mhm. Zum Beispiel, wie viel Geld du verdienst, was dir nur wichtig ist. Frage erstmal, traust du dir das denn zu? Ich meine, das ist dann ja schon eine andere Nummer, wenn du Telefonsex-Anbieterin bist, als das, was du bisher da in der Line gemacht hast. Traust du dir das zu? Ja, ich weiß es nicht. Ich meine, ich habe es schon, wie gesagt, ein paar Mal gemacht und ich habe so Erfahrungen auch sogar einfach ganz rein nur über Sex gesprochen. Ich weiß alles, was da abläuft und ich weiß auch die perversen Sachen sogar. Wissen ist ja so eine Sache, das so theoretisch zu wissen. Aber wenn man noch gar keinerlei, also wenig sexuelle Erfahrung hat, hast du ja. Ne? Du hast wenige sexuelle Erfahrung. Genau. Weiß ich nicht. Ich meine, das kann vielleicht auch funktionieren, aber ich weiß es nicht, ob man dann sich so in diese Fantasien hineinbegeben kann und die Männer dann so auch bedienen kann mit den Vorstellungen, die gerne haben wollen. Vielleicht geht das, ich weiß es nicht. Ich finde, das sind zwei verschiedene Fragen, komplexe. Einmal, bist du professionell genug, um das zu machen? Könntest du das überhaupt? Und die andere Frage ist, willst du das überhaupt wirklich? Und tut es dir gut, das zu machen? Ja, das ist dann halt das Problem, dass ich habe. Ich habe eigentlich voll die Angst, dass es doch nicht anonym läuft und dass ich dann im Endeffekt irgendwie gezwungen werde, irgendwann eine Nutte zu sein oder eine Prostituierte. Ich weiß nicht, wie es hier läuft. Mhm. Aber das glaube ich nicht, dass man deshalb gezwungen wird, als Prostituierte zu arbeiten. Das glaube ich jetzt nicht. Aber eine andere Fragestellung ergibt sich ja noch, wenn das so in deinen Kreisen, in deiner Familie, bei deinen Leuten irgendwie rauskäme, wäre das ja natürlich eine Katastrophe wahrscheinlich. Ja, auf jeden Fall. Aber genauso bei der kostenfreien Nummer. Das ist dann halt, das beides wäre dann halt problematisch. Es ist die Frage, ob du das riskieren möchtest. Denn du hast nur wirklich eine sehr prägnante Stimme. Und die Gefahr, ne, jetzt auch mal eigentlich so ganz sachlich gesagt, und die Gefahr, dass dich jemand aus dem Umfeld, vielleicht deine Familie, deine Freunde erkennt und dass es dann weiter geleitet wird, die würde ich nicht so gering schätzen. Aber ich habe auch wiederum nicht so einen großen Bekannten. Meine Familie könnte davon, glaube ich, nichts erfahren. Mhm. Die sind gar nicht in Deutschland. Ach, die sind gar nicht in Deutschland. Nee. Das ist ja schon mal sehr praktisch. Du sprichst perfekt Deutsch. Wie kommt das? Bist du hier geboren und aufgewachsen? Nee, dort. Und du bist dort aufgewachsen? Ja. Und wie lange bist du hier schon? 5 Jahre. 5 Jahre erst? Ja, das ist aber jetzt wirklich beispielhaft. Aber dickes Kompliment. Ich habe da schon Deutsch gelernt. Egal, dickes Kompliment. Ich kenne wirklich Leute aus dem Ausland, die seit 10 oder 20 Jahren hier sind und immer noch nicht ordentlich Deutsch sprechen können und sich auch nicht richtig bemühen. Und da kommt so ein Mädel wie du, die ist 5 Jahre hier und spricht so gut Deutsch. Respekt, Kompliment. Wirklich. Vielen Dank. Wirklich, toll. So, aber jetzt zur Sache. Nochmal die ganz wichtige Frage, Anja. Meinst du, dass du das so gut verkraften würdest, auch das zu machen? Ja, ich weiß es nicht. Ich frage einfach, ob das gefährlich ist, ob du es mir so abraten wirst oder wie. Also ich habe keine Sorge, dass du dadurch automatisch dann in die Prostitution absackst. Ich habe mit so vielen Telefonmädels geredet hier, die das eine Weile gemacht haben und auch eine Weile machen und dann auch wieder weggekommen sind davon. Also da gibt es keinen Automatismus. Würde ich sagen, das kannst du irgendwann wieder abschalten und dann ist es gut. Ich habe eine ganz andere Sorge. Ich habe eine andere Sorge, dass du auch mit deiner Sexualität, die ja noch sehr, sehr jung ist und sehr unberührt, jetzt wirklich im wahrsten Sinne des Wortes, dass du dir da irgendwie schadest mit. Das ist meine Sorge und das kann ich wiederum letztendlich auch nicht entscheiden, das musst du entscheiden. Aber das sage ich so von außen, wenn du da tagtäglich mit den abgefucktesten Typen Telefonsex vielleicht machst und in sehr abgründige Fantasien einsteigst, weiß ich nicht, was das mit deiner noch so jungen Sexualität anstellt. Du meinst, es kann mich irgendwas traumatisieren oder so? Ja, ich will gar nicht traumatisieren vielleicht sagen, aber dass es dich in irgendeiner Weise verändert, die nicht gut ist für dich. Vielleicht kann man sowas, kann Frau auch sowas viel besser machen, wenn sie schon eine gute Erfahrung hinter sich hat. Wenn man vielleicht schon einige sexuelle Erfahrungen schon eingesteckt hat und
Auch so eine, weißt du, worauf ich hinaus will, ist, dass man vielleicht eine klare eigene sexuelle Identität hat. Mhm. Wer man sexuell ist, was man will, was man mag. Das ist bei dir noch nicht so ganz klar. Aufgrund der mangelnden realen Erfahrung. Ich habe mit 3 Typen noch jetzt richtigen Körper. Du hast? Ich hatte 3-mal sexuelle Erfahrungen. Ja. Körperlich. Ist ja wenig. Ja. Also ich argumentiere jetzt nicht moralisch, ne? Nicht nach dem Motto, das darf man nicht, das tut man nicht, das ist schrecklich. Nein, nein, überhaupt nicht. Also, und ist das so? Ist das in deinen Augen auch unmoralisch? Nein. Wenn eine Frau klar darüber nachgedacht hat und sich dafür entschieden hat, finde ich das okay. Das ist ein Job und ein Service wie jeder andere auch. Und nicht wie jeder andere, aber ich möchte darüber nicht schlecht sprechen. Ich spreche auch nicht schlecht über Prostituierte. Das möchte ich nicht. Aber man muss das sehr genau überdenken und man muss genau wissen, ob man dafür der Typ ist. Weil es darf nie passieren, dass man selbst Schaden am eigenen Herzen und an der eigenen Seele davon trägt. Das ist das alles nicht wert. Da würde ich dir lieber sagen, wenn du scharf bist auf Sex, aber das weiß ich nicht, ob ich dir das überhaupt raten darf, dann mach mal deine realen Erfahrungen, aber da sind wir in einer ganz anderen Thematik. Es geht eigentlich Hauptsache um Geld, dass ich dann halt so einfach, wenn ich im Bett liege und einfach nichts zu tun habe, dass ich einfach so... Ist verlockend, ne? Ja, voll. Ja. Ja, vielleicht könntest du irgendwie im anderen Bereich irgendwie so mit deiner Stimme versuchen, irgendwie Geld zu verdienen. Mach dann, weiß ich, was machst du sonst so im Leben im Moment? Du bist 21 Jahre alt? 23, ich studiere noch. Du studierst, ja. 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 Hast ja fast eine Radiostimme, oder? Ja, wenn ich dürfte, würde ich, wenn du für mich einen Job hast. Ja, das ist alles sehr schwierig, in der Tat. Ja. Aber da könnte man was draus machen aus der Stimme, glaube ich. Ja, guck mal, ich nehme es auf und bewerbe mich auch damit mit deinem Kompliment. Ja, vielleicht wenn du ein bisschen Kohle, aber du willst Kohle verdienen. Aber wenn du ein bisschen Kohle investieren würdest, wäre vielleicht eine Stimmenausbildung, eine Sprechausbildung nicht schlecht. Und versuchst damit sehr seriös irgendwie ins Geschäft zu kommen. Wie macht man sowas so, oder wo macht man sowas? So eine Stimmenausbildung? Da können wir dir gleich noch ein paar Ratschläge geben. Gerne. Hab ich jetzt so ad hoc. Ja, vielleicht können wir dich sogar auf die Schiene führen und machen aus dir irgendwie eine große Sprecherin oder Ansagerin oder sowas. Super. Also Anja, zu dem Grundproblem, wie gesagt, ich bin da eher ein bisschen gebremst in deinem Fall. Mhm. Nicht aus moralischen Gründen, sondern aus Sorge um dich. Mhm. Wiederum brauchst du auch keine Angst haben. Ich wiederhole das nochmal, dass dadurch ein Automatismus entsteht zur Prostitution. Das glaube ich nicht. Oder dass jemand meine Nummer bekommt durch die Firma oder durch diese Line. Ich kann das nicht völlig ausschließen. Ja. Aber in der Regel ist das schon ziemlich anonym. Dennoch, es gibt alles immer wieder, ne? Mhm. Also, ich würde sagen eher nein, okay. Von meinem Gefühl her. So, jetzt rufen wir dich aber gleich an und wir versuchen noch, das ist zwar nicht so unser Job im Hintergrund, aber wir versuchen mal noch rauszukriegen für dich, wie man das mit der Sprechausbildung macht. Klasse, okay? Das heißt, ich lege jetzt auf. Du legst auf und wir rufen dich gleich nochmal an. Tausend Dank. Alles Gute. Bis dann. Tschüss. Danke, tschüss. So ihr Lieben, das ist unsere heutige Sendung. Hier, das ist eine freie Themennacht. Das heißt, ihr könnt mich anrufen zu jedem Thema, über das ihr gerne mit mir sprechen wollt. Morgen haben wir ein festes Thema, die ganze Sendung über. Und das Thema heißt, wenn das meine Kinder wüssten. Ich möchte gerne mit Eltern sprechen, die ein sehr großes Geheimnis mit sich herumtragen oder ein sehr großes Geheimnis haben. Ein negatives Geheimnis, ein problematisches Geheimnis oder vielleicht auch ein schönes Geheimnis. Na, es wird wahrscheinlich eher problematisch sein. Und dies ihren Kindern nicht sagen oder noch nicht gewagt haben zu sagen bisher vielleicht. Also, wenn das meine Kinder wüssten, unser Thema morgen. Und ihr könnt zu diesem Thema heute schon mailen und euch anmelden für morgen, nämlich unter domian@wdr.de. Jetzt geht's weiter mit unserer heutigen Sendung und der freien Themennacht. Und hier ist Regina und Regina ist 43 Jahre alt. Hallo. Ja, hallo. Hallo Regina. Erstmal zuvor möchte ich dir sagen, dass es ein Geschenk ist, dass es dich und deine Sendung gibt. Oh, das ist aber sehr nett und sehr schön ausgedrückt. Dankeschön, Regina. Ja. Ja, zu dir und deinem Thema. Ich möchte mit dir über Synästhesie sprechen. Über Synästhesie. Hast du schon mal was davon gehört? Ich hab davon gehört, aber habe jetzt im Moment keine Erleuchtung. Was war es noch eben? Das ist so, dass zwei Sinne miteinander verbunden sind, was normalerweise nicht ist. Ist also eine Besonderheit des Gehirns. Ja. Bei mir ist die häufigste Form von Synästhesie, und zwar, wenn ich jetzt Buchstaben, Zahlen oder Wörter höre, dann verbinde ich das automatisch mit Farben. Dann habe ich also automatisch vom geistigen Auge eine Farbe dazu. Genau so war's. Ja. Ich habe das selbst so ein bisschen. Wenn ich Herbst
sage. Ja? Sehe ich die Farbe gelb? Bei mir ist weiß. Aha. Also die schwarze Schrift auf weiß. Wenn ich das Wort Juni sage, sehe ich die Farbe rot. Juni ist bei mir grün. Bist du auch so ein Ästhetiker, ja? Ja, ich weiß es nicht. So ein bisschen habe ich das. Hat man von Geburt an. Ich habe es auch bei Zahlen übrigens. Wenn ich, ja? wenn ich 70 denke, ja? denke ich gelb. Die 70 ist bei mir, die 7 ist braun und die 0 ist weiß. Die 0 ist bei mir auch weiß. Ja. Ja, erzähl mal ein bisschen weiter. Ist das bei dir noch sehr ausgeprägter? Ich denke, es ist nicht extrem ausgeprägt. Es ist nur, dass die Farben da sind. Wenn ich zum Beispiel auch ein Klavierstück spiele, ja? dann hängt es wahrscheinlich nicht eher mit den Tönen zusammen, sondern eher mit der Tonart oder mit dem Komponisten. Also ja. wenn ich jetzt hier ein Nocturne in E-Moll spiele, E-Moll ist bei mir rot, dann ist das Nocturne rot. Also, das heißt, du suchst ja ein das habe ich nicht verstanden jetzt, du suchst ja ein Musikstück danach aus, welche Farben es in dir weckt oder wie? Nee, ich suche es nicht danach aus, sondern ich spiele ein Musikstück und dann hat es eine gewisse Farbe. Also nach den Farben suche ich es nicht aus. Ach so, ich verstehe. Du hörst Musik, ein bestimmtes Musikstück und siehst dazu bestimmte Farben. Nee, ich spiele es. Ich höre es nicht. Du spielst es und hörst es dann automatisch ja auch dann. Weil ich denke mal, das ist eher an den Komponisten oder an die Tonart gekoppelt, wenn ich es so Musik höre. Ich denke, es hängt nicht von den Tönen ab, sondern eher von Wörtern und von solchen Sachen. Und die Tonart, wie gesagt, E-Moll ist bei mir rot und dann ist das Musikstück in dem Moment auch rot. Ja. Hat das, also ich glaube, dass das bei mir nur so ansatzweise entwickelt ist oder vorhanden ist. Welche Auswirkungen hat das, das ist bei mir nämlich nicht der Fall, Auswirkungen so für dein normales Leben? Es hat keine schlimme Auswirkung. Ich finde es einfach nur schön und es ist ja auch relativ selten. Ja. Ich finde es irgendwie schön, dass es da ist, weil ich sowieso Farben liebe und dann ist das eben automatisch da. Ja, also es ist so, bei Musik siehst du Farben, bei Zahlen siehst du Farben. Ja. Bei Jahreszeiten oder bei Monaten? Bei Monaten, ja, bei Wochentagen, Bei Wochentagen, bei Namen. Bei Namen auch? Ich kann dir deinen Namen sagen. Und zwar Jürgen ist bei mir auch schwarz geschrieben auf braun und Domian ist schwarz geschrieben auf blau-weiß. Ach. Das heißt im Prinzip alles so, alles kann man auch nicht sagen. Vieles Abstrakte ist verbunden mit einer Farbe. Ist mit einer Farbe verbunden und das bleibt ein Leben lang auch gleich. Das ist jetzt in dem Moment auch nicht ausgedacht, sondern das ist einfach da. Ja. Und man hat ein Leben lang für die eine bestimmte Zahl zum Beispiel auch die gleiche Farbe. Ja. Weiß man eigentlich, woher das kommt, was das ist? Oder was das bedeutet? Es kommt, es ist angeboren. Okay, aber was es bedeutet? Hat das irgendeine Funktion, einen Sinn? Es ist eine Besonderheit des Gehirns. Die Sinne, die man hat, die sind im Gehirn in bestimmten Bereichen eigentlich getrennt vorhanden. Und da sind zwei Sinne mit so gekoppelt, also nicht ganz sauber getrennt sozusagen. Und deswegen, wenn ein Sinn angeregt wird, dann läuft der andere sozusagen gleichzeitig mit. Also bei uns sind die Sinne nicht so ganz sauber getrennt. Nee. Ja, deswegen sehen wir ständig Farben, wo andere keine Farben sehen. Aber wir sind normal. Das ist nur eine psychologische Besonderheit, aber keine Krankheit. Ja. Und es kommt im Verhältnis Frauen-Männer 7:1 vor und meist sind die Leute Linkshänder. Ich bin aber Rechtshänder. Bist du auch Rechtshänder? Ich bin auch Rechtshänder, ja. Ja, das ist wahrscheinlich dann noch seltener. Ach so, und meistens haben Frauen das? Ja, 7:1. 7:1. Frauen zu einem Mann. Und meistens Linkshänder. Linkshänder. Ja. Ich überlege gerade, so einen praktischen Nutzen kann das auch gar nicht haben, ne? Man sagt wohl, manche, die lernen wohl über Farben Zahlen sehr gut auswendig oder Telefonnummern. Das mache ich aber vielleicht nicht unbedingt so. Ja. Also bei mir sind die Farben einfach nur da. Ich erfreue mich daran, aber ich ziehe es nicht unbedingt einen Nutzen raus und habe nicht unbedingt Vorteile. Ich weiß noch, ich habe das bemerkt an mir als Kind, als ich so ein bisschen, im zweiten, dritten, vierten Schuljahr oder ein bisschen älter war, weiß ich nicht. Da habe ich das mit einem Freund mal so erzählt. Und ich habe ihm das erzählt, habe mit ihm darüber gesprochen. Und erzählte ihm so dass jede Zahl für mich eine Farbe hat. Mhm. Das fand er völlig bekloppt und sagte, nee, das habe ich nicht. Und da ist mir das zum ersten Mal bewusst geworden, weil ich dachte, das wäre ganz normal, das hätten alle Leute. Habe ich auch immer früher gedacht, ist normal. Und Aha. da redet man eigentlich nicht drüber, weil man ja auch nicht weiß, dass es was Besonderes ist. Genau. Aber die anderen, na klar, die denkt, man hat irgendwo ein Rad ab. Haben Jahrhunderte oder Jahrtausende für dich auch Farben? Also wenn ich sage jetzt mal 11. Jahrhundert. 11. Jahrhundert. Nein, dann eher die 11. Dann ist... Ist die 11 eher. Mhm. Ja, die 11 ist komischerweise gelb dann. Ja, und wie weit geht das hoch? Ich sage jetzt mal 1 Million. Hat die Zahl 1 Million auch noch eine Farbe? Ja, die ist so grau-schwarz. Aber es wird dann immer... Getrennt. Es wird immer verschwommener, je größer die Farben werden. Ne? Weiß ich nicht, über so große
Zahlen habe ich mir eher keine Gedanken gemacht. Ja, es ist auch so, wenn ich ein Buch lese, dann sind die normal, die Buchstaben schwarz-weiß. Dann ist es nicht in Farben untergliedert, weil es wahrscheinlich zu schnell geht. Ja. Also wir, die, wie du sagst es immer, wie heißt es, Syni? Synästhesie oder Synästhetiker, wir sind Synästhetiker. Genau, wir sind Ästhetiker. Und so, das erkennt man auch daran, wenn du in 10 Jahren zum Beispiel wieder zu einer bestimmten Zahl gefragt wirst, hat die bei dir die gleiche Farbe. Absolut, seit ewigen Zeiten ist das so. Ja. Na dann bist du also auch Synästhetiker. So sind wir beide, wir können uns die Hand reichen. Das ist ja schön. Es gibt auch noch ganz andere Phänomene, dass Leute zum Beispiel was riechen und automatisch ist bei denen der Tastsinn angeregt. Das heißt, die spüren dann in den Fingerkuppen was Spitzes oder was Rundes oder was Glattes. Na, das finde ich ja noch schräger. Das ist bestimmt seltener. Das habe ich aber leider nicht, aber das finde ich auch ganz stark. Das finde ich auch. Also man riecht an, man hat einen Veilchenduft im Mund, in der Nase im Mund, in der Nase und spürt an den Fingerspitzen vielleicht ein leichtes Stechen. Ja, die spüren dann, die spüren dann Formen oder sehen auch vor dem geistigen Auge Formen. Das finde ich auch sehr, sehr abgefahren. Habe ich in einem Buch von einem Amerikaner gelesen, der sich damit beschäftigt. Ja. Und da gibt es dann Leute, die sagen, nö, heute habe ich keinen Appetit auf was Rundes oder auf was Spitzes oder so. Verrückt, ne? Was es alles gibt. Es ist wirklich Wahnsinn. Ja. Regina, schön, dass du angerufen hast. Ja. Jetzt hab ich mich auch geoutet in diesem Gespräch. Was heißt geoutet? Aber jetzt mal erzählt, dass ich das auch so zumindest ansatzweise habe. Das ist schön. Ja, wir Ästhetiker, ne? Synästhetiker. Wir Synästhetiker. Ja. Alles Gute dir, Regina. Danke, gleichfalls. Tschüss, danke. Tschüss, mach's gut. Jo. Sarah, 19, hallo. Hallo. Hallo, Sarah. Ja, tief atmen erstmal. Ja. Um was geht's denn, Sarah? Also es geht darum, dass ich jetzt seit ungefähr einem Vierteljahr für meine beste Freundin ein bisschen mehr irgendwie empfinde, als man das eigentlich sollte. Bist du solo oder bist du auch in einer Beziehung im Moment? Nee, das ist es ja, das kommt noch dazu, was die ganze Sache so schwer macht. Ich bin seit 3,5 Jahren mit meinem Freund zusammen und der hat mir jetzt am Wochenende gesagt, dass er sich gerne mit mir verloben würde. Oh. Und ich sitze jetzt da so und bin, sitze nicht nur zwischen den Stühlen, sondern habe auch noch meine Eltern im Nacken, die sehr streng katholisch sind. Und wenn ich denen andeutungsweise erzählen würde, ich stehe auf meine Freundin, dann würden die mich rausschmeißen. Gut, soweit sind wir noch nicht. Und denen müssen wir es ja nicht sofort auf die Nase binden. Mhm. Jetzt reden wir erstmal drüber. Ja. Deine beste Freundin, wie lange ist das deine beste Freundin schon? Seit der Grundschule, also seit ich mich dran erinnern kann. So lange. Und dann ist das jetzt gerade erst seit einem halben Jahr oder Vierteljahr ungefähr, ist es erwacht in dir. Ja, genau. Wie hast du das gemerkt? Wenn man jemanden so lange kennt, dann ist es doch irgendwie alles eingefahren. Ich habe es auch nicht wahrhaben wollen, ehrlich gesagt. Und wir hatten halt mal mehr oder weniger Kontakt miteinander. Während der OS war es dann nicht so stark. Und ich weiß, Während der Orientierungsstufe. Orientierungsstufe. Mhm. Und jetzt ist es halt so, dass ich gemerkt habe, wenn sie sagt, sie hat eher Zeit für ihren eigenen Freund als für mich, dass ich dann irgendwie mich doch ärgere und eifersüchtig bin, wenn sie mir erzählt, dass sie mit ihm in Urlaub fliegt. Und ich interessiere mich für ihren Körper und für sie allgemein halt viel mehr, dass ich gedacht habe, irgendwas ist da nicht normal. Also sie hat auch einen Freund. Mhm. Also haben wir noch eine Komplikation mehr. Ja, ne? Genau. Mhm. Jetzt ganz ehrlich und unter uns beiden, Betschwestern, du sagst, ich interessiere mich für ihren Körper. Das heißt, du hast so in der Fantasie heimliche Wünsche, Fantasien, Vorstellungen, auch gewisse erotische oder sexuelle Erfahrungen mit ihr zu machen. Mhm. Würdest du gerne? Ja, also wie gesagt, ich gehe halt mit ihr auch öfter schwimmen oder wir gehen in die Sauna zusammen oder wir schlafen beieinander, wenn wir irgendwie zusammen feiern gehen und dann weiß ich nicht, ist das Verlangen irgendwie schon da, sie irgendwie näher zu spüren. Mhm. Ihr schlaft schon mal dann zusammen in einem Bett auch? Mhm, ja. Das ist aber dann wahrscheinlich heikel für dich, ne? Ja, das ist es. Ich traue mich halt nicht, sie anzufassen, weil ich nicht weiß, wie sie darauf reagiert und ob ich so tun kann, als ob es aus Versehen war und das ist einfach nur schlimm. Kenne ich alles aus dem FF, Sarah, von früher. Mhm. Dass ich damals auch einen guten Freund hatte, und wenn wir irgendwie unterwegs waren und dann gemeinsam gepennt haben, in einem Bett. Das sollte dann auch nur so ein gemeinsames Pennen sein. War auch so. Aber man lag ganz eng aneinander. Ja. Und jede Berührung war für mich dann schon etwas hochgradig Besonderes. Für ihn gar nicht mal. Aber für mich war es. Und kann man jetzt noch ein Stückchen näher rücken? Kann man mal aus Versehen vielleicht die Hand auf den Arm legen, auf den Oberarm oder und so weiter, ne? Ehrlich? Ja, genau. Genauso kenne ich es auch und so war es auch. Ganz wichtige Frage, ganz entscheidende Frage ist, was glaubst du, was bei ihr los ist?
Also ich kann mir eigentlich nichts vorstellen. Also sie ist wirklich glücklich mit ihrem Freund und schwärmt immer von ihm, wie gesagt, worauf ich dann immer neidisch bin. Mhm. Und ich kann es mir echt nicht vorstellen, auch nach so vielen Jahren, dass ich ihr wirklich auf einmal sage, ach übrigens, ich empfinde was für dich. Gerade jetzt, wo ich ihr auch erzählt habe, mein Freund will sich verloben. Es kommt einfach alles auf einmal. Ja. Und hast du mit ihr dann mal so ganz theoretisch so über Homosexualität und lesbische Frauen geredet? Mhm. Ja, wenn man mal zusammen einen Film guckt oder so, dass man sagt, ja, wenn Schwule sich küssen, dann finden wir das nicht so schön. Mhm. Lesbische Frauen, das sieht schon eher hübscher aus fürs Auge, aber so wirklich begeistert oder so, ja, dass sie jetzt irgendwie gesagt hat, oh, ich würde das gerne mal ausprobieren, eigentlich eher nicht. Ja. Oh, du steckst aber wirklich im Dilemma jetzt. Mhm. Ne? Da ist der Freund, der sich verloben will. Ja. Wie ist denn dein Gefühl für den Freund? Also, wie gesagt, es ist im Moment ist total Chaos der Gefühle. Also, einerseits natürlich liebe ich meinen Freund, 3,5 Jahre ist eine lange Zeit, aber andererseits ist diese Neugierde nach was anderem und nach was Neuem und halt dieses Erlösen einfach von dem Druck, der in mir steckt, so groß, dass ich irgendwie ihn eher in den Hintergrund schiebe. Mhm. Denkst du, wenn du mit deinem Freund schläfst, manchmal auch an deine Freundin? Ja. Das auch. Auf jeden Fall. Das zeigt ja auch auf jeden Fall, dass auch mit der Beziehung so ganz alles nicht mehr in Ordnung ist. Ja. Egal, ob das jetzt nur deine Freundin ist oder ob es irgendjemand anders ist. Aber du scherst ja schon aus der Beziehung. Mhm. Zumindest gedanklich. Ja. Ne? In den Vorstellungen. Dass du jetzt in eine Richtung scherst, die hoch problematisch ist, ist schon jetzt tragisch. Aber da muss man sich jetzt halt erstmal ein bisschen mit beschäftigen, was zu machen ist. Ja. Das geht ein Vierteljahr, sagst du. Ungefähr. Ich habe, wie gesagt, nicht genau drauf geachtet, wann es jetzt losgeht. Hast du den Eindruck, dass das schon immer intensiver wird und immer mehr so Gedankenthema bei dir ist? Ja, auf jeden Fall, weil mich das halt so stark belastet. Es ist ja nicht so, dass ich sage, ach, ich weiß, es wird nichts und lassen was. Es ist halt diese Verlobung, die ich nicht wirklich will. Meine Eltern, die dem Ganzen so, ja, weiß ich nicht, konservativ entgegensehen. Ja. Und dann halt einer Freundin, die wirklich so glücklich mit ihrem Freund ist und die ich schon so lange kenne, dass ich irgendwie, ja. Also, ich finde, mehreren Stellen muss man jetzt loslegen. Ja. Ich finde, erstmal solltest du diese Verlobung blocken. Mhm. Die muss jetzt erstmal verschoben werden. Ja. Du bist 19 Jahre erst alt, da musst du dich auch nicht verloben. Ja. Da kannst du auch sagen, nee, ich möchte einfach noch ein bisschen Zeit haben und da muss er dann auch mit einverstanden sein. Warum will er sich jetzt schon verloben? Ich weiß es nicht. Also, er ist halt, wie gesagt, 2-3 Jahre älter als ich und er hatte schon öfter eine Beziehung und für ihn ist es einfach so fester Job und jetzt soll es losgehen, so ungefähr. Und nee, das machen wir erstmal nicht. Ne? Und wenn er dann sauer ist auf mich, was mache ich denn dann? Letztendlich musst du ihm erklären, dass du dir unsicher bist und das auch nicht möchtest im Moment. Lass uns das mal gleich noch vertiefen. Ja. Jetzt gehen wir mal zu der Freundin. Ich glaube, dass man so eine Sache immer auflösen muss. Und spreche jetzt auch nochmal aus meiner eigenen Erfahrung. Ich habe das damals meinem Freund erzählt. Und was hat er gesagt? Ich habe es ihm damals erzählt und ich bin hochglücklich, dass ich es ihm erzählt habe. Mhm. Ich habe ganz lange überlegt, soll ich das, soll ich es nicht erzählen? Gefährde ich die Freundschaft? Vielleicht ist hinterher alles nicht mehr so, wie es vorher war und ich mache die Freundschaft kaputt. Und dann habe ich mir überlegt damals, Mensch, wenn das so eine gute Freundschaft ist und das war eine tolle Freundschaft, dann muss die das auch aushalten. Es war. Und es war so. Es war ganz genau so. Er hat damals gesagt, ich kann das nicht erwidern. Damit konnte ich was anfangen. Ich war dann zwar sehr traurig, aber ich wusste, woran ich war. Und er sagte sogar, er findet es gut, dass ich das offen gesagt habe und dass das nicht alles so heimlich irgendwie so heimlich abläuft und dass da sich Dinge aufbauen, von denen er gar nichts wusste. Ich bin dann erstmal ein bisschen auf Distanz zu meinem Freund gegangen, um das zu verkraften. Also da aus dieser gemachten Erfahrung heraus glaube ich auch, das so sagen zu können. Ist es richtig, wenn man das ausspricht? Ja, will ich halt gerne, aber ich glaube halt nicht, dass sie da so mit umgeht, dass sie sagt, ja, kann ich zwar nicht, aber trotzdem schön, dass du es mir gesagt hast. Ich glaube, das wird ein großer Schock für sie sein. Vielleicht. Aber stimmt. Ja, mag sein. Mhm. Aber wenn man sich die Alternative anschaut, Sarah, was ist die Alternative? Du kannst ja nicht die nächsten 2 Jahre dich in diese Sehnsucht hineinsteigern und nichts passiert. Und du wirst ja immer verrückter innerlich dabei und immer unzufriedener, unglücklicher. Ja. So. Aber jetzt nochmal zurück zu dem Freund. Ich weiß ja gar nicht, ob die ganze Geschichte noch so richtig in Ordnung ist. Ich habe ja gerade schon die Andeutung gemacht, ich glaube eigentlich nicht.
Es ist im Moment gerade halt schwer zu sagen. Also 3,5 Jahre ist halt lange Zeit und es gab immer Hoch und Tiefs und er überrumpelt mich jetzt einfach so ein bisschen. Also ich weiß auch nicht, ob ich es überhaupt machen würde, selbst wenn das mit meiner Freundin jetzt nicht wäre. Siehst du, das ist doch eine Aussage. Das ist eine ganz, ganz große Aussage, die du gerade getätigt hast. Ja. Das heißt, du bist ja im Prinzip unsicher. Das aber ich weiß nicht, ob ich ihm das gegenüber so sagen kann, weil er halt sehr dominant ist bei uns. Ich finde, dann gerade dann muss man das jemandem sagen. Und wenn er dann sauer ist, dann ist er halt sauer. Er sollte nicht sauer sein, er sollte sich dann eigentlich noch mehr um dich bemühen. Aber wenn du unsicher bist und das einfach im Moment nicht möchtest und du überhaupt auch ein bisschen unzufrieden bist in der Beziehung, sag es, Mensch, sag es. Lass dich da überhaupt nicht plattwalzen von ihm. Vielleicht hat das ja sogar zur Folge, wer weiß, dass sich das Ganze auflöst und das ist sogar gut für dich. Dass du da aus einer Verknotung rauskommst und dein eigenes Leben, vielleicht willst du ja wirklich die Erfahrungen mit Frauen sammeln. Vielleicht generell. Ja, aber er erpresst mich immer und sagt, ja, du findest bestimmt keinen anderen und ich bin mir dann auch immer so unsicher und denke, ja, vielleicht hat er ja recht. Das sagt er zu dir, Sarah? Mhm. Das finde ich sehr gemein. Ja, ich auch. Finde ich super gemein. Wenn das der Partner zum anderen sagt, finde ich super gemein. Was ist denn das für eine Aussage, du findest bestimmt keinen anderen? Ja, wenn wir uns mal streiten, dann sagt er das so. Weißt du, was der damit sagt? Du bist so scheiße. Ja, das heißt das doch letztendlich. Ach so. Wenn jemand sowas zu einem sagt, heißt das doch. Ja, du bist so mies und so, du siehst so blöd aus, dich will auch gar kein anderer haben. Das ist eine richtige Beleidigung, finde ich. Wäre ich sehr sauer an deiner Stelle. Okay. So, jetzt mach erstmal den Riegel davor mit deinem Freund. Sag einfach, du brauchst Zeit und du bist unsicher, das musst du jetzt akzeptieren. Punkt aus. Gut. So, und dann warte einen guten Augenblick ab, wenn du meinst, dass du auch mit deiner Freundin sprechen kannst. Und wie fange ich da an? Ich kann dir sagen, hey du, ich mag dich mehr, als man denkt. Doch, genauso. Ganz genauso. Und was ist, wenn sie dann geht und nichts mit mir zu tun haben will? Dann habe ich beide verloren. Ja, das ist das Risiko, Sarah. Das ist das Risiko. Das ist wirklich das Risiko. Es gibt keine Lösung, wo alles so irgendwie toll, wo von vornherein klar ist, das läuft gut, wenn man das so und so macht. Ja. Es gibt manchmal Konstellationen, gerade in Liebesgeschichten, in Liebesdingen, wo man ein gewisses Risiko eingehen muss und manchmal steht man da auch wie ein begossener Pudel hinterher und das ist alles irgendwie schief gelaufen. Aber vielleicht ist selbst das dann noch gut, weil das irgendwie ein Befreiungsschlag ist. Und jetzt nochmal ein Satz zu deinen Eltern. Du sagst, die sind sehr konservativ und das soll dich nicht scheren. Du bist Sarah und deine Gefühle zählen. Und wenn du irgendwann eine Frau lieben möchtest, dann liebst du auch eine Frau. Und wenn den Eltern das passt oder nicht passt, du gehst deinen Weg. Oh, das sind jetzt aber drei ganz schlimme Aufgaben. Aber langsam, eins nach dem anderen. Erstmal, wie gesagt, mit der Verlobung, ne? Das abbremsen. Kannst du nicht eine übernehmen und meine Freundin anrufen? Nee, das musst du schon alleine machen. Ja. Guck mal, wie blöd das käme, wenn ich da aus dem Fernsehen anrufe und sage, hier, es geht um Sarah, da stehst du auch doof da. Na gut. Na gut. Ich ja auch nicht. Liebe Sarah, toi 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 für alles. Gut, danke schön, Domian. Tschüss. Tschüss. Silvia. Hallo Silvia, 26 Jahre alt. Ach, Silvia hat aufgelegt. Die Silvia. So sind die Silvias. Dann geht's weiter. Hoffen wir mal, dass er nicht aufgelegt hat. Alf, hallo. Hi. Hi, da ist er. 35. Ja, genau, 35 bin ich. Alf und 35. Ja. Zu welchem Thema, Alf? Ja, es geht einfach darum, dass ich meiner jetzigen Freundin irgendwie erzählen möchte, eigentlich auch, dass ich ein verurteilter Sexualstraftäter bin. Mhm. Was hast du gemacht? Ja, das ist das Problem. Ich habe eigentlich gar nichts gemacht. Das Problem ist, das war vor 7 Jahren. Ja. Und da war ich noch verheiratet. Ich habe selber 3 Kinder. Und vor 7 Jahren, auch irgendwann so um diese Zeit, hat die Tochter von einer Bekannten von uns bei uns übernachtet. Mhm. Die war zu dem Zeitpunkt 12 Jahre. Mhm. Und hat bei meiner 3-jährigen Tochter mit im Bett geschlafen. Mhm. So, meine 3-jährige Tochter wollte was zu trinken haben. Und hat gequengelt und das habe ich mitgekriegt und dann habe ich eben halt ihr was zu trinken gegeben und gleichzeitig habe ich dann die Bettdecke gerichtet, weil die nämlich runtergerutscht war. Mhm. So, und am nächsten Morgen oder am nächsten Tag, als
als die Tochter unserer Bekannten wieder zu Hause war, da rief die Bekannte bei uns an und meinte, also was ich denn wohl für ein Schwein wäre, ich hätte ihre Tochter sexuell genötigt und hätte ihr praktisch das Nachthemd hochgeschoben und hätte versucht, ihr unter das Nachthemd zu greifen und solche Sachen. Mhm. Was du nicht gemacht hast? Nein, habe ich nicht gemacht. Deine Aussage noch. Mhm. Dennoch ist es dann zu einem Gerichtsverfahren gekommen? Ja, es ist zu einem Gerichtsverfahren gekommen. Ja. Ich bin verurteilt worden. Zu was? Zu anderthalb Jahren auf Bewährung und einer hohen Geldstrafe. Ja. Welche Folgen hatte das damals für dein Leben? Ja, das hatte die Folge, dass meine Frau hat erst gesagt, ja, ich glaube das nicht, dass du das gemacht hast und da stehen wir durch und so weiter und ja, und dann hat sie sich irgendwann nach zwei Jahren von mir getrennt. Und du meinst, dass es schon damit zusammenhängt? Ja. Du hast gesagt, nach zwei Jahren, das heißt, diese zwei Jahre waren dann voll der Auseinandersetzungen und der Spannungen und des Streites zwischen euch beiden? Richtig, genau. Mhm. Ja, hat sie irgendwann dann doch den Satz gesagt, ich glaube, du warst es doch und du hast es doch gemacht? Nein, nicht richtig, nicht wirklich. Nur es kam eben halt immer wieder zur Sprache, ja, dieses Thema. Ja. Hast du damals, du sagst, du hast drei Kinder. Richtig. Wie viele waren damals schon, die waren alle auf der Welt damals schon, als das passiert ist oder nicht passiert ist? Ja, die waren damals alle schon auf der Welt. Hat deine Frau sich da in besonderer Weise irgendwie verhalten, dass sie die Kinder vor dir schützen wollte? Ist dir das aufgefallen? Nein, aber was mir aufgefallen ist, dass eben halt die Sexualität darunter gelitten hat. Zwischen dir und deiner Frau? Richtig. Mhm. Ist das damals so in deinem Umfeld, Verwandtschaft, Beruf und so, ist das bekannt geworden? Was? Nein, zum Glück nicht. Ja. Und deswegen, also ich stehe auch irgendwo ein bisschen alleine jetzt damit, weil das spielt mir nach wie vor im Kopf rum. Gerade wenn man solche Sachen immer wieder, weil man solche Sachen immer wieder hört im Fernsehen und im Radio. Also du sagst definitiv, ich frag's jetzt nochmal sehr plakativ, du sagst definitiv, da ist nichts, überhaupt nichts passiert. Richtig. Überhaupt gar nichts. Richtig. Und du sagst, ich bin voll zu Unrecht in diesen Strudel hineingeraten und zu Unrecht verurteilt worden. Richtig. Mhm. Mir steht das überhaupt nicht jetzt zu, da irgendetwas zu kommentieren. Ich nehme das jetzt mal so hin, wie du es sagst. Ja. Und es gibt ja auch immer wieder wirklich Fälle, wo Männer zu Unrecht verurteilt worden sind. Mhm. Das muss man ja auch sehen. Mhm. Bei aller Schärfe, die ich auch immer habe bei diesem Thema. Ja. Und ich finde auch, das ist ja auch hinlänglich bekannt, dass diese Täter sehr scharf bestraft werden sollen, aber... Ja, meiner Meinung nach natürlich auch, ja. Klar, logisch. Mhm. So, nun sind sieben Jahre vergangen. Ich glaube, dass wenn man so etwas hinter sich hat und dann zu Unrecht noch verurteilt wurde, das hinterlässt tiefe Spuren in einem. Richtig. Mhm. Jetzt hast du eine neue Partnerin. Ja, richtig. Wie lange schon? Seit einem anderthalb Jahren ungefähr. Ah ja, mhm. Und dieses Thema schwebt wie so ein Damoklesschwert über dir. Richtig. Über euch. Du hast noch nie ansatzweise mal irgendwas erzählt. Nein. Nein. Ich muss dazu sagen, ich habe auch seitdem sich meine Frau von mir getrennt hat, eine schwere Angsterkrankung. Bin deswegen auch schon in psychologischer Behandlung gewesen oder psychiatrischer Behandlung gewesen. Hat diese Angsterkrankung etwas mit der Trennung von der Frau oder auch mit dem, wie du es als Unrecht empfunden hast, wie man mit dir umgegangen ist? Ja, es kommt alles zusammen. Ja. Eben halt, ne? Also, dieses Unrecht, was mir widerfahren ist, das ist eben halt, ja, ich bin so ohnmächtig diesem ganzen gegenüber. Ne? Ich kann das einfach nicht verstehen, dass ich ein Verurteilter, nach dem Gesetz eben halt ein verurteilter Kinderschänder bin. Bewährungsstrafe, anderthalb Jahre, ne? Sagst du? Ja, richtig. Und eine hohe Geldstrafe. Ja. Wie hoch war die Geldstrafe? Fast 10.000 Mark damals. Mhm, ja. Die für dich schon hoch war und es war eine Anstrengung, die zu bezahlen. Ja, ja, logisch, ja. Klar. Mhm, ja. So, jetzt eine neue Partnerschaft, eine gute Partnerschaft. Ja, eine sehr gute Partnerschaft. Sehr gute Partnerschaft. Mhm. Ich könnte mir vorstellen, dass du deine Freundin mit Argusaugen beobachtest, wenn es so um diese Thematik geht, wenn man im Fernsehen so etwas sieht, ja. Wie sie da reagiert und welche Position sie hat. Ja, stimmt. Wie ist sie da so drauf, wenn es darum geht?
ja, sie ergreift ganz klar Position und sagt natürlich, also auf gut Deutsch gesagt, den Leuten sollte man das gewisse etwas abschneiden. So, jetzt ist natürlich ein Problem. Da ist eine Partnerschaft, eine Liebe, ein Vertrauensverhältnis, ja, ein großes Vertrauensverhältnis. Du bist froh, dass du wieder einen Mensch gefunden hast, eine Frau, wo sich so etwas Tiefes hat entwickeln können. Richtig. Und das, was dich am meisten beschäftigt, kann man wahrscheinlich so sagen, musst du oder hast du bisher bei dieser Frau verschwiegen. Richtig. Aus Angst, dass die Frau dich verlässt und dir nicht glaubt. Richtig. Genau. Und nach dieser Zeit jetzt könnte ich mir vorstellen, dass der Druck auch immer größer wird bei dir. Was soll ich machen? Oder soll ich es ihr vielleicht doch erzählen? Ja, genau. Wahrscheinlich deshalb auch der Anruf jetzt hier heute bei mir. Ja, richtig, genau. Ich habe schon ein paar Mal versucht und bin immer nicht durchgekommen und habe dann auch schon eine E-Mail geschrieben. Ich tendiere dazu, Alf, dir zu raten, mit deiner Freundin darüber zu sprechen. Wohlwissend, was für eine heikle Geschichte das Ganze ist. Ja, ja, ja. Aber ich sehe mir die Qualität einer Beziehung an. Und die Qualität einer Beziehung kann nur wirklich grundtief gut sein, wenn alles Wichtige ausgetauscht ist, was beide Personen betrifft. Und ich glaube, das ist ja auch so, ne, dass das einfach eine tiefe Kluft immer noch lässt zwischen dir und deiner Freundin, weil du dieses Geheimnis da in dir trägst. Absolut. Und ich habe die Hoffnung, wenn deine Frau dich, deine Freundin dich tief liebt, sie kennt dich viel besser, als ich dich kennenlernen kann in ein paar Minuten hier. Ja, das ist richtig. Dass sie spüren wird, ob du die Wahrheit sagst oder dass du die Wahrheit sagst. Ja. Und dass das für dich wahrscheinlich dann ein Segen wäre, wenn du spürst, die Frau glaubt mir. Und ich habe diese Last von mir geworfen und ich muss das nicht immer verheimlichen. Vielleicht hat auch diese Angsterkrankung auch damit zu tun, dass du dieses alles so runterdrückst und verschleiern musst vor... Weiß das dein Therapeut? Mein Therapeut weiß es. Weiß es. Mhm. Hast du mit deinem Therapeut auch darüber gesprochen, ob du deiner Frau, deiner Freundin darüber Auskunft geben sollst? Nein, das habe ich nicht, weil ich bin mittlerweile nicht mehr in therapeutischer Behandlung. Mhm. Ich war kurz vor der Beziehung in therapeutischer Behandlung. Bin auch da gerade aus der Klinik halt entlassen worden und habe eigentlich wieder neuen Mut gefasst mit der neuen Beziehung. Ja. Und habe eben halt deswegen diese Therapie dann auch mehr oder weniger abgebrochen. Ja, verstehe. Aber du hast neuen Mut gefasst und hast natürlich entsprechend immer sehr große Angst, dass das wieder kaputt geht, wenn du das aussprichst. Ne? Richtig. Verständlicherweise, hätte jeder. Mhm. Hätte jeder. Mhm. Ich finde aber auch in diesem Punkt, ich habe es vorhin schon mal gesagt, dass man immer ein Risiko in Kauf nehmen muss und dass man etwas in die Waagschale werfen muss. Ja. Wirf es in die Waagschale. Ich glaube, es ist gut. Ja. Ich glaube, es ist gut. Ja, ich würde es vielleicht dann, weißt du, vor allen Dingen, weil ihr auch schon so lange zusammen seid. Das ist ja doch schon eine Zeit, wo man einen Menschen kennenlernt, wo sie dich auch kennengelernt hat. Ja. Verbringt ihr viel Zeit miteinander? Ja, eine ganze Menge, ja. Mhm. Wir wohnen mittlerweile auch zusammen. Ja. Mhm. Ich würde gerne, das ist ja nun doch eine komplizierte Geschichte, ich würde gerne noch eine andere Meinung hinzuziehen. Ich würde gerne, dass du mit meiner Psychologin noch ein paar Worte sprichst. Ja, klar. Das ist Heide, die Heide heute Nacht. Ja. Meine Meinung habe ich dir gesagt. Mhm. Du legst auf und die Heide ruft dich zurück, Alf. Okay, super. Alles Gute. Ja, ich bedanke mich bei dir. Ja, auf Wiederhören. Tschüss. Alles klar, wiederhören. Ihr Lieben, nochmal der Hinweis auf unser Thema morgen. Das Thema morgen heißt, wenn das meine Kinder wüssten. Ich möchte gerne mit Eltern sprechen, mit Vätern, mit Müttern, die vor ihren Kindern ein großes Geheimnis haben, die ein sehr großes Geheimnis mit sich herumtragen. Dass sie vielleicht Angst haben, dieses Geheimnis preiszugeben, weil ganz viel passieren würde oder etwas vielleicht in die Brüche gehen würde oder etwas zusammenbrechen würde, wovor sie Angst haben, große Angst haben. Also, wenn das meine Kinder wüssten, ist unser Thema morgen. Und wenn ihr gerne mitmachen wollt, euch anmelden wollt, dann könnt ihr jetzt schon mailen unter domian@wdr.de. Herzlich willkommen, Melanie. Und Melanie ist 33 Jahre alt. Genau, hallo Domian. Hallo Melanie. Ja, mein Thema ist, ich lebe seit 2 Jahren als Vollzeitsklavin. Du lebst seit 2,5 Jahren?
Als Vollzeitsklave. Ich weiß ja mittlerweile, was das ist. Früher hätte ich hier mit grünem Gesicht gesessen und hätte gesagt, wie bitte, was ist denn das? Vollzeit. Ich muss es nochmal richtig aussprechen. Für all die Leute, die. Vollzeitsklavin, ja. Genau, Vollzeitsklavin. Ja. Jetzt werden viele Zuschauer und Zuhörer denken, weh, was ist denn das, Vollzeitsklavin? Du erzählst es uns nochmal. Nun, ich muss dazu sagen, ich stehe da absolut zu. Ja. Das sieht also so aus, ich lebe mit meinem Freund zusammen, er hat eine eigene Baufirma, ist zwar viel unterwegs, aber das heißt, dass ich im Haus ständig entkleidet bin, mit Halsband rumlaufe, auch Ketten um die Füße. Immer? Zum Teil dann eben halt auch, manchmal kommt er auf die Idee, ich müsste mich ans Kreuz stellen, da auch gefesselt werden. Wohin stellen? Ein Kreuz. Am Kreuz. Ja, ein Kreuz in der Wohnung. Ja, das ist mir schon klar, ein Kreuz, ich hatte es nur nicht verstanden. Dass du dich ans Kreuz stellen musst. Man nennt das Andreaskreuz, glaube ich, ne? Ja, so ungefähr. Und da wird man eben halt angekettet, da muss man halt stehen. Ich werde auch ausgepeitscht, wenn ich irgendwas falsch gemacht habe. Ja. Sei es drum, dass man Ei versalzt hat oder irgendwie eine Kleinigkeit falsch gemacht hat. Ach so, also wenn du im Haushalt irgendwie was schiefgelaufen ist, das Fenster ist nicht schön geputzt, kriegst du einen hinten auf den Hintern. Ja. Ja, und das ist dann okay so. Ich muss dazu sagen, ich mache es freiwillig. Ja. Das ist dein Ehemann? Nein, wir sind nicht verheiratet. Ihr seid nicht verheiratet. Aber ihr seid wie lange schon zusammen? Seit 2 Jahren jetzt. Zweieinhalb Jahre hast du gerade gesagt. Zwei Jahre. Das war ein kleines Missverständnis, dann seit 2 Jahren. Ich habe ihn auf einer Datingline kennengelernt, aber habe gezielt gesucht. Das heißt, man hat ja so Intros, ja. Und da habe ich auch gezielt gesagt, ich bin devot und suche einen sehr dominanten Mann. Das geschieht alles auf freiwilliger Basis. Ja, und das müssen wir mal festhalten, 24-Stunden-Sklavin heißt ja wirklich, dass du, Titel schon sagen? Von morgens bis abends nur für ihn da bin, ja. Ganz genau. Und das heißt, du machst deine Hausarbeit auch in dem Outfit, wie du es gerade beschrieben hast. Also mit Ketten. Richtig. Oder fast nackt und du kochst und ganz putzt. Ganz nackt, mit Ketten um die Füße. Das heißt aber nicht, dass ich jetzt nicht frei wäre, in Anführungsstrichen. Ja. Wenn ich dann eben halt der Meinung bin, ich möchte gerne mit einer Freundin ausgehen, ja. Da habe ich ihn natürlich um Erlaubnis zu fragen. Ah, dann musst du, wie sprichst du ihn an? Mit Herr. Mit Herr. Herr ich darf. Du siehst ihn auch. Ach, du siehst ihn. Herr, darf ich mit meiner Freundin Kaffee trinken gehen? Genau. Ja. Das ist so einmal zwei Beispiele sehen. Dann sagt er, gut, aber es gibt eben halt Aufgaben, die du für mich erledigen hast in dem Augenblick. Ja, und das machst du dann auch. Das mache ich dann auch. Mhm. Das ist völlig in Ordnung. Gab es in dieser Zeit, das ist ja doch eine ganze Menge Zeit, schon 2 Jahre, gab es da mal einen Punkt, wo du Nein gesagt hast? Nee, so weit gehe ich jetzt nicht. Da gibt es, und das ist das Interessante an diesen Beziehungen, es hören sicherlich sehr viele dominante und devote Frauen und Männer zu. Ja. Es gibt tatsächlich einen Punkt, und das wird immer eingehalten. Und das ist, es ist eine Ampelfunktion, würde ich jetzt mal sagen. Das ist rot, gelb, grün. Ja. Das heißt, wenn ich sagen würde gelb, dann weiß mein Herr halt, ich gehe jetzt langsam zu weit. Und wenn ich ganz laut rot schreie, dann hört er sofort auf. Ach, das ist eure Übereinkunft, diese Ampelgeschichte. Das ist eine allgemeine Übereinkunft zwischen Doms und Subs. Hast du schon mal gelb gerufen? Ich habe einmal schon rot gerufen. Rot sogar? Da hat er mich mit dem Schuh ins Gesicht geschlagen. Und es ist eine ganz klare Sache gewesen, nie ins Gesicht zu schlagen. Ja. Das wäre sichtbar gewesen. So, da hast du rot gerufen. Und er hat sofort aufgehört. Habt ihr dann darüber geredet oder seid ihr dann wieder in diesem... Er hat es sofort gemerkt, dass er zu weit gegangen ist. Ja. Und hat mich dann in den Arm genommen und war ganz lieb zu mir. Ach so. Aber also in dem Augenblick weiß er auch ganz genau, er ist zu weit gegangen. Er würde auch nie so weit gehen, wenn es... Ich kriege ja nun auch Schläge mit Rohrstock. Aber er würde nie so weit gehen, mich blutig zu schlagen. Das wird er nie machen. Ich will nochmal auf die Situation zurückkommen mit dem Schuh. Da hast du, er schlägt dir den Schuh ins Gesicht, du rufst rot, das heißt, so viel kommt mir so auf, das langt jetzt, das Spiel ist zu Ende. Richtig. Dann nimmt er dich in den Arm. Sagen wir mal so 10 Minuten später, waren da wieder die Rollen verteilt? Du warst die Sklavin, er war der Herr? Immer. Sofort. Es ist immer ganz klar, ich bin die Sklavin, er der Herr. Könntest du dann auch sagen, rot, ich will wieder ein eigenes Leben führen, ich gehe nach Hause, ich gehe weg hier? Ich könnte es, wenn ich in den Augenblick sage, rot und jetzt ist Schluss und ich will dich nicht mehr. Das geht.
Sicherlich, es ist ein, im Prinzip, du musst dir es so vorstellen, es ist im Prinzip eine ganz normale Beziehung. Mhm. Er liebt mich und er respektiert mich. Ja. Nur was mir sehr aufgefallen ist, ich sage immer jetzt in Anführungsstrichen normale Beziehung, man kriegt in diesen normalen Beziehungen weniger zurück als ich in meiner devoten Beziehung. Ich kriege jene Menge von ihm zurück. Was kriegst du außer Schläge zurück? Außer Schläge. Sehr viel Liebe und sehr viel Respekt. Kriegen andere Leute auch. Ich weiß nicht, wenn ich dann so höre, nach 2 Jahren fangen die Männer an, untreu zu werden, das wird sich mein Partner gar nicht wagen. Bist du sicher? Er ist der Herr. Ich weiß es. Aber er kann. Er ist der Herr, aber er wird es nicht machen, weil er eben halt weiß, dass nur ich ihm das geben kann, was er will. Es ist komplex. Das sagst du jetzt so als ganz treue Sklavin, aber vielleicht sollte man es auch gar nicht so miteinander vergleichen. Nehmen wir es mal einfach als eine sehr eher ungewöhnliche, sonderbare Lebensform hin, die auch Menschen wählen können, die ihr da gewählt habt. Hast du, ich meine, das ist ja nun wirklich doch schon sehr extrem. Hast du vorher auch schon mal sowas gemacht? Dominik, ich habe ganz normale Beziehungen in Anführungsstrichen geführt. Ja. Und ich kam damit nie zurecht, weil ich hatte wirklich immer so das Problem, wenn ich die Beziehung bevor ich bemerkt habe, dass ich so devot bin, war es denn tatsächlich so, ich hatte Partner gehabt, die dann wirklich still waren und ich war immer sehr aufbrausend. Mhm. Ich habe zum Teil damals auch gehabt, dass ich einen Streit mit meinem Partner hatte und dann so aufbrausend geworden bin, ihn so dermaßen. Also letztendlich bist du auch eine sehr dominante Person. Nein, die gar aber nicht dominant, das nicht. Glaube ich gar nicht mal, aber ich komme damit nicht zurecht, wenn jemand so ruhig ist. Und ich glaube, das war der Anfang. Ich verstehe. Ich habe diese Partner so sehr gereizt, bis sie zum Äußersten gegangen sind. Mhm. Absichtlich so weit gereizt. Und dich geschlagen haben. Richtig, so weit habe ich sie gebracht. So, jetzt, und dann war ich still. Ist das jetzt die erste Beziehung dieser Art, die du führst? Die erste, ja. Die so heftig ist, so krass und so klar ist, 24 Stunden Sklaven. Das ist so. 24. Jetzt nimmt die Sklavin Melanie sich heraus, abends bei dem Domian im Fernsehen und im Radio anzurufen. Musstest du deinen Herrn vorher fragen? Nö, er hat mir schon mal, das war vor einem halben Jahr ungefähr, hat mir gesagt, versuch da mal anzurufen, dass das mal thematisiert wird. Ja, ich verstehe. Also er hat da nichts gegen. Nein, das hast du gerade schon so ein bisschen erklärt, wie das bei dir kommt, dass du da Spaß dran hast. Du kannst natürlich verstehen, dass viele Leute sagen, es ist ja unglaublich, dass jemand freiwillig sowas macht. Aber so ein bisschen hast du es gerade erklärt, warum du es machst. Und du fühlst dich so besser als vorher. Absolut. Absolut. Wie ist es so mit deinem Freundeskreis von früher, Verwandte, nahe Menschen? Wissen die das? Viele von denen nicht. Meine Mutter zum Beispiel, die weiß die Hälfte. Mhm. Meine beste Freundin aber, die kenne ich seit meinem 18. Lebensjahr, die weiß es. Die weiß es hundertprozentig und sie zum Beispiel sagt, das kann sie völlig akzeptieren. Wenn die beste Freundin zu dir zum Kaffeeklatsch nach Hause kommt, läufst du dann auch nackt und mit Ketten rum? Nein, also da sagt mein Herr auch, weil meine Freundin sagt auch, aber mitkriegen muss sie es nicht unbedingt. Ah ja. Das sind eben halt aber, oder auch wenn Familienfeiern sind oder so, meine, wie gesagt, meine Eltern wissen das nicht unbedingt. Mhm. Und auch viele von seinen Freunden wissen es nicht unbedingt, weil ich mir vorstelle, er hatte einmal spaßeshalber seinen Eltern gesagt, ja, ich schlag meine Freundin, die wollten ihn dann gleich zum Psychiater schicken. Ja, klar. So, er ist selbstständig, sagst du, selbstständiger Bauunternehmer? Richtig. Mhm. Nun kann man ja auch sagen, okay, das ist eine völlig abgefahrene sexuelle Spielart, nicht nur sexuell, aber auch sexuelle Spieler. Es geht ins Leben rein. Es geht bis ins Leben rein. Es ist nicht sexuell nur. Das ist mir schon klar. Das ist völlig klar, wie du es gerade beschrieben hast. Ihr seid noch im Moment alleine. Wie würde so etwas funktionieren? Kann so etwas überhaupt funktionieren, wenn du mal schwanger würdest? Domian, ich kann nicht mehr schwanger werden. Ich bin sterilisiert. Ist das Thema vom Tisch. Denn das ging ja nicht auf einen. Ich habe mich bevor ich ihn kannte, mit 28 schon sterilisieren lassen. Ja. Also ist so deine Lebensvorstellung, dein Lebensplan, du würdest gerne immer so leben. Ja, das absolut. Das heißt ja auch im Prinzip, man entledigt sich ja auch aller Verantwortung. Ne? Man gibt sich ganz in die Obhut eines Menschen, der bestimmt das Leben. Du musst ja gar nichts mehr entscheiden. Im Prinzip nicht, nein. Ja? Wenn du so siehst, hast du schon recht. Und das ist dann unter Umständen kann man das ja auch als angenehmes Gefühl dann empfinden.
Wenn du so siehst, schon. Ja. Wie oft kriegst du Schläge? Och, doch eigentlich fast immer, wenn er da ist. Weil er riecht ihn ja auch. Er ist ihm halt auch dominant. Ja. Gibt es denn auch klassischen Geschlechtsverkehr zwischen euch beiden? Sicherlich. Den gibt's auch. Mhm. Gehört da absolut zu. Oder auch als Belohnung, dass er mich verwöhnt. Ja. Aber du kannst dir das nicht vorstellen. So teilweise, wenn ich wirklich, wenn er sich über mich freut, ich habe hier manchmal 20 Rosensträuße auf dem Tisch. Ja, dieses kann man doch also, eigentlich nur so im Refugium der eigenen Wohnung oder des eigenen Hauses leben. Das geht doch gar nicht, wenn ihr mal in Urlaub fahrt oder so. Oder doch? Ah, das geht. Das geht, im kleinen Maße dann. Im kleinen Rahmen. Ja. Klar geht das. Ja. Man kann eben halt immer, wir wissen ganz genau, wo die Grenze ist, so in der Öffentlichkeit, weil das ja alles sehr verpönt ist. Ja. Deswegen finde ich es schön, dass ich es auch mal durchgekommen bin, ja, um das zu sagen, weil viele ja auch die Akzeptanz nicht haben und fragen, wie kannst du so leben? Ja. Also, wir haben jetzt gelernt, das ist eine sehr, 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 sehr bizarre Lebensform, kann man so sagen. Aber es beruht auf absoluter Freiwilligkeit von beiden Seiten. Du sagst, ich bin da in keinster Weise irgendwie missbraucht oder vergewaltigt oder so etwas. Ich habe das für mich so entschieden und dann ist es gut so. Richtig, denn wie gesagt, ich habe damals, es gibt ja diese Dating-Line. Ja. Und da habe ich in meinem Intro ganz klar gesagt, ich suche einen sehr konsequenten, dominanten Mann. So, und diesen konsequenten, dominanten Mann, deinen Herrn, den grüßt du herzlich von mir. Werde ich machen, wenn er dann zu Hause ist. Und euch beiden? Ist er wieder beruflich unterwegs. Und euch beiden alles Gute. Ja. Tschüss, Melanie. Tschüss. Okay, tschüss. Michi, hallo Michi, 22. Genau. Ach, eine Frau. Ja. Ich dachte, ein Mann. Nein. Hallo Michi, um was geht's? Ich habe ein Problem und zwar bin ich süchtig danach, die Pickel von meinem Freund aufzumachen. Ja. Ach du lieber Himmel, du bist süchtig danach. Wollen wir mal das Wort Sucht doch nicht gebrauchen, das ist so ein großes Wort. Ja, ich weiß nicht, wie ich es anders beschreiben soll. Also ich helfe auch danach, also weil normal hat er keine Pickel. Und also sagen wir mal, es ist so ein Tick von dir. Und wenn du einen Pickel siehst, musst du ran. Ja, aber nur bei ihm. Also nur bei ihm ist mir klar. Und so richtig schön ekelhaft mit Ausdrücken und Alter rausquillen. Ja, sehen. Ja, ja, klar, und sowas. Ich habe so Nadeln und alles, wo ich sie dann aufmachen kann. Also eine Pickelaufmachfachfrau. Ja, genau. Du pitchst da mit der Nadel rein und holt raus, genau. Ja. Hat er denn sehr viele und sehr oft Pickel? Er hat eigentlich wenig. Also, und wie gesagt, da muss ich ja nachhelfen und ich habe halt rausgefunden, dass er allergisch ist auf Nüsse und solche Sachen. Die mache ich dann meistens immer ins Essen rein. Und ich meine, da hört der Spaß ja auf. Ich weiß nur, was ich sonst machen soll. Ich möchte, dass er, ja. Nee, da hört der Spaß ja wirklich auf mich. Also wenn du Bock hast, sowas aufzumachen, okay, mach's auf. Aber wenn du jetzt deinen Freund schon irgendwie falsch fütterst, sagen wir es mal so, damit er Pickel kriegt und du da deiner Lust nachgehen kannst, das ist dann schon ein bisschen krank im Kopf. Aber was soll ich denn machen? Er hat ja keine. Irgendwie. Ja, dann hat er eben keine. Und dann machst du eben keine mehr auf. Weißt du, es gibt mit dieser Sucht, das ist immer so ein großer, großer Begriff, ich möchte den gar nicht so oft zulassen. Weil Menschen, die wirklich süchtig nach etwas sind, die drogenabhängig sind oder was weiß ich, die leiden so sehr. Die leiden wirklich. Und das ist ja eher so ein kleines Ding, was du da machst. Das ist ja eher ein Firlefanz, sag ich mal. Das geht aber schon seit einem Jahr. Also ich will das auch nicht runterreden. Das ist mir schon klar, dass dich das beschäftigt. Aber ich glaube, dass man gegen solche Dinge wirklich durch eigenen Willen und eigene Disziplin vorgehen kann. Indem man sich das einfach verbietet, dass man da Nüsse ins Essen tut. Indem man das einfach wirklich unterlässt. Und wenn man das mehrfach geschafft hat, dann kommt man davon auch weg. Ich kann es ja nicht. Ich meine, ich liebe ja, wir sind ja schon seit vielen zusammen und ich weiß nicht, was ich machen soll. Das geht schon seit einem Jahr. Ja, hast du es ihm denn mal erzählt, dass du heimlich Nüsse ins Essen tust? Nee, ja, gut, er weiß ja, dass ich die Pickel gern aufmache, das weiß er. Aber ja. Und er fragt sich ja auch immer, wo er sie herkriegt, weil normal hat er total reine Haut. Und aber macht man denn das mit jemandem, den man liebt? Nee, macht man klar. Na also. Ich brauche das. Aber Michi, also wenn es wirklich nur das ist, dass du das brauchst, was meinst du, wie viele Leute uns gerade zuhören, die sagen, die hat aber ein Problem? Ja, weißt klar, du? Das mag schon sein. Weißt du? Das muss man schon alles ein bisschen in Relation sehen zu wirklich schlimmen Sachen, auch schlimmen Abhängigkeiten. Dann reiß dich verdammt nochmal am Riemen und fang damit an, dass du die Nüsse aus dem Essen rauslässt. Und versuche peu à peu da ein bisschen wegzukommen. Ich will einfach nicht akzeptieren, dass jemand sagt, ich brauche das, ich muss Pickel ausdrücken. Das ist absurd. So.
Jetzt weiß ich ja nicht, was da vielleicht eventuell noch hinterhängen könnte, dass du da so drauf bist. Deswegen möchte ich, dass du noch ein paar Worte mit meiner Psychologin sprichst. Bist du einverstanden? Ja, klar, kein Problem. Gut, dann legst du auf und wir rufen gleich nochmal an. Okay. Tschüss, Michi. Ciao. So, ihr Lieben, in der Technik Gunnel Blandin heute Nacht. Und morgen heißt unser Thema, morgen haben wir eine Themennacht. Das Thema heißt, wenn das meine Kinder wüssten. Eltern möchte ich sprechen, die ein großes Geheimnis haben vor ihren Kindern und vielleicht Angst haben, dieses preiszugeben. Ihr könnt mailen unter domien@wdr.de. Ab 0 Uhr könnt ihr morgen anrufen und um 1 sind wir da. 1 Uhr Radio 1 live und 1 Uhr wieder Fernsehen. Schöne Nacht, gute Nacht, bis morgen. Es ist 2 Uhr. Vom Westdeutschen Rundfunk hören Sie Nachrichten. Der portugiesische Regierungschef João Barroso soll neuer Präsident der EU-Kommission werden.